Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich sitze hier gerade vor einem Regal und ja, das Thema heute, ich bin gerade mit dem Ausräumen, Umräumen, Wegräumen, Zusammenräumen, also sowohl im Materiellen und natürlich auch im Kopf. Und ja, dazu sind mir einfach ein paar Zeilen wieder eingefallen und möchte ich dir mitteilen jetzt. Das Thema heute, das große Räumen geht weiter. Die Vorschau Nummer 2, den Kopf ausmisten. Da kommt noch was. Und weil es erst kommt, hier mal wieder ein kurzer Zwischenbericht. Was und wie dann genau kommt, das kommt noch. Schon seit einigen vielen Monaten sammeln und konkretisieren sich Gedanken in meinem Kopf. Einigen habe ich davon erzählt und jetzt, wo es tatsächlich soweit ist, sind auf einmal alle oder zumindest viele überrascht. Echt? Ist das wirklich so üblich, dass nur geredet und nichts umgesetzt wird? Schade. Wirklich überraschend war es dann doch eigentlich nicht. Oder doch? Für mich kam dann doch auch einiges ziemlich überraschend, wenn auch eigenverschuldet und anders als geplant und vor allem als ausgemacht. However, macht ja nichts, weil es eh wurscht ist, weil eh immer alles egal ist. Ich bin der anderer Meinung, alles im Leben macht einen Sinn. Und alles im Leben ist für etwas gut und hat auch Konsequenzen. Wäre alles nicht passiert, hätte ich wahrscheinlich alles noch weiter verschoben. Dazu ein Zitat von Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das konkrete Ziel vollständig umzusetzen. Und zwar genau so. My way or the highway. Hell yes or no. Kompletter Abschied von allem und jedem. Schneiden und wachsen. Eigenverantwortung und eigenbestimmt. Die größeren Objekte sind schon weg, ein paar Bücher, Mappen und ja, Zeitschriften sind noch im Regal. Heute sind die kleinen Dinge dran. Unendlich viele Notizzettel aus den letzten Jahren. Viele Notizen mit Ideen und Planungen für die nächsten Jahre. Ein paar allein und ein paar mit Partner und Innern. Übrig blieb ich allein. Und die Ideen wurden von anderen umgesetzt und sogar komplette Konzepte befinden sich nicht mehr in meinen Händen. Kratzte mich alles ziemlich, allerdings nicht mehr. Durfte sehr viel darüber und dadurch lernen. Deine helfende Hand befindet sich am Ende deines Armes. Jedes Blatt wurde durchgesehen, Zeile für Zeile und Wort für Wort. Und wenn erledigt, wurde es entsorgt. Alle anderen Seiten und Notizen kommen auf die To-Do-Liste. Raus aus dem Kopf und mit klarem Konzept geht es weiter. In kleinen, allerdings dennoch vielen Schritten geht es voran. So wie bei einer Küchenrolle. Erst merkst du gar nicht, dass ein paar Blätter fehlen und ja, schon bald ist die Rolle leer. Wichtig ist, dass du anfängst. Öffne die erste Lade oder die erste Kastentür und räume alles aus und räume es gleich. Nicht woanders hin, sondern aufarbeiten. Ich lasse die Geister der Vergangenheit ziehen. Am besten ganz weit weg. Habt eine schöne Reise zurück. Ich reise voraus. Lass uns neu kennenlernen. Und lass uns Neues kennenlernen. Hallo, mein Name, nein, ich bin Markus Flicker, selbstständiger Kreativer mit einer Dauerlust, Neues zu lernen. Meine Themen sind Fotografie, Bildbearbeitung, Workshops, Reisen und natürlich hier der Podcast. Alles direkt aus dem Kopf, egal was es gerade ist, einfach mal raus. Mal lange recherchiert und überlegt und ein anderes Mal einfach so, vielleicht auch direkt vom Handy, einfach raus. Ganz einfach so, wie es gerade ist. Gerade genauso, wie es sich gut anfühlt.
Es gibt keinen Grund, mich zu schämen. Wir, ich, du, können nur besser werden und voneinander lernen. Wenn es auch nur ein Satz oder sogar nur ein Wort ist, das dich und mich weiterbringt, haben wir beide einen Mehrwert. Hat dir eine Folge gefallen? Abonnieren drücken und du wirst immer über neue Inhalte informiert. Hinterlasse konstruktives Feedback und einen Kommentar oder sogar einen Daumen hoch auf Facebook, Instagram, meinem Blog, WhatsApp oder schreib mir eine E-Mail oder sonst irgendwie. Oder einfach Markus Flicker in einer Suchmaschine eingeben. Wenn dir der Inhalt gefällt, empfehle mich gerne weiter. Wenn dir der Inhalt nicht gefällt, schick ihn an 5 Personen, die du nicht magst. Wenn du jemanden kennst, dem vielleicht damit auch geholfen wäre, schick diesen Beitrag weiter. Du kannst auch gerne einen Screenshot vom Podcast machen und ihn in einer Story teilen. Jeder darf sich seinen Teil dabei denken oder noch lieber konstruktives Feedback geben. Denke leise und sprich laut. Ich teile einfach meine Erfahrungen mit dir. Meinen Blog und Podcast findest du auf www.markusflicker.com, Anchor FM, Breaker Audio, Google Podcast, Audio iTunes Podcast, Castbox FM im RSS Feed, Spotify, RadioPublic.com, Pocketcast, Soundcloud, Podcast.de, Amazon Music, Audible und auf YouTube. Raus aus der Komfortzone und rein in dein Leben. Na dann, wir sehen und hören uns. Ciao, bis zum nächsten Mal.